So, Freunde, euer Simon hier. Es ist Montag, ganz früh morgens. Es ist Gym-Time. Wir sind im Uni-Gym. Und viele von euch haben sich Beintraining gewünscht. Was soll ich zu Beine sagen? Wir hatten schon Videos zum Beintraining. Deswegen verlinke ich die nach dem Video auf jeden Fall. Und zwar so zu der Königsdisziplin für die Beine. Und das sind die Kniebeugen. Es bleibt weiterhin die Disziplin schlechthin für Beine. Also jeder sollte beibringen oder sich beibringen, wie man richtige, saubere Kniebeugen macht. Dafür haben wir zwei Videos gemacht. Das Problem bei Kniebeugen ist, es gibt auch andere super Übungen. Also eine gute Beinpresse ist eine super Übung. Natürlich Beinstrecker, wenn ihr die sauber macht. Beinbeuger natürlich auch. Aber wie gesagt, eine Kniebeuge, die beste Übung schlechthin. Also guckt euch auf jeden Fall das Video an oder die beiden Videos. Das Problem ein bisschen bei der Kniebeuge ist, dass ihr nicht bis zum Äußersten geht. Meistens, wenn ihr alleine trainiert, ist eine Kniebeuge mit viel Gewicht oder eine tiefe Kniebeuge einfach eine super Übung. Aber ihr habt natürlich irgendwo Angst, bis ans Limit zu gehen, weil ihr Angst habt, einfach nicht mehr hochzukommen. Was macht man dann mit der Stange, wenn da kein Spotter hinten ist? Es wird gefährlich, deswegen, auch für den unteren Rücken, wenn ihr da zusammenklappt und so weiter, ist es auch eine gefährliche Übung. Deswegen auch wirklich für Profis. Ich zeige euch aber heute mal für Anfänger, wie ihr trotzdem in der Bewegung bis ans absolute Limit gehen könnt. Und zwar mit einem Supersatz aus Kniebeugen und dann noch das Ganze mit Kurzhanteln. Erstens, euren Muskel dazu bringen, absolut zu versagen. Das heißt, hier braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Wenn ihr nicht mehr könnt, bleibt einfach unten und kommt einfach überhaupt nicht mehr hoch. Der zweite Vorteil ist, dass wir mit Kurzhanteln, das zeige ich euch auch gleich, schön den Winkel noch ein bisschen variieren können. Das heißt, wir können gucken, dass es, wenn ihr den Hintern ein bisschen mehr rausdrückt, können wir ein bisschen darauf achten, dass es mehr in den Hintern geht, in den Ballenbizeps, dass wir ein bisschen sogar einen Teil der Bewegung von den Deadlifts mit reinnehmen. Oder wenn wir eben schön weit hinten bleiben, haben wir noch mehr Spannung auf den Beinen. Das heißt, wir können da nochmal mit dem Winkel ein bisschen variieren und jeden Winkel wirklich absolut fertig machen. So schaffen wir es, dass die Beine wirklich gar nicht mehr können. Wie gesagt, das Ganze wird ohne Pause gemacht, also mit schönen, sauberen Kniebeugen anfangen. Ihr wisst, ich bin sowieso der Fan von nicht zu viel Gewicht, dafür sauber ganz runter. Worauf müsst ihr achten? Vielleicht nochmal ganz kurz. Schulterblätter hinten zusammenziehen, Rücken bleibt immer in einem leichten, sauberen, natürlichen Hohlkreuz. Das heißt, ihr achtet immer darauf, dass der Rücken sauber ist. Der zweite wichtigste Punkt ist, nicht von den Zehenspitzen hochziehen, sondern eben aus der Hacke schön das Gewicht hinten lassen, hochdrücken, schön weit runter, hochdrücken, Rücken bleibt gerade, aus der Hacke, Hintern geht raus, viel aus dem Hüftbeuger arbeiten. Dann habt ihr eine saubere Kniebeuge und danach geht es weiter an die Kurzhanteln direkt ohne Pause. Komplett fertig machen. Schön rausheben. Platziert euch die entweder auf den hinteren Schultern oder auf dem Nacken, so wie es bequemer ist. Am besten schulterbreit greifen, schulterbreit stehen. Schön sauber runter. Wenn ihr gar nicht mehr könnt, geht ihr rüber zu den Kurzhanteln. Fangt unten an. Das ist auch ein Vorteil. Das heißt, ihr knickt nicht ab, wenn ihr keine Power mehr habt. Ihr fangt unten an, direkt Spannung aufbauen. Die Hacke, Rücken anspannen, hoch, langsam runter. Spannung aufbauen, hoch, langsam runter. Wenn ihr gar nicht mehr könnt, macht ihr euch keine Sorgen, dann bleibt ihr halt einfach unten und so schafft ihr es wirklich, die Beine komplett fertig zu machen. Wie gesagt, ihr könnt ein bisschen mehr aus dem Hüftbeuger, aus den Deadlifts ein bisschen mit reinnehmen. Ihr könnt sehr weit hinten bleiben und die Beine komplett fertig machen. Super gute Übung. Ich würde euch sowieso empfehlen, bei den Kniebeugen ein Gewicht nehmen, 10 bis 12 sauberste Wiederholung. Hier nochmal ein Gewicht nehmen, dass ihr nochmal so 10 bis 12 wirklich schafft, bis ihr unten liegen bleibt, bis ihr umkippt. Dann habt ihr einen schönen Satz, davon 2-3 Sätze. Die Beine sind super trainiert. Danach könnt ihr noch ein bisschen isolieren. Aber eigentlich ist das so, das Training für die Beine. Schlechthin, baut das ein. Guckt euch nochmal die Kniebeugen-Videos an. Kniebeugen ist die beste Übung für die Beinentwicklung. Deswegen abonniert den Channel, es kommen noch weitere Beinworkouts. Denkt dran, niemals die Beine vernachlässigen. Ja, man sieht sie doch irgendwann. Also, bis dahin, Freunde, abonniert den Channel, bleibt dabei, guckt bei Facebook, Instagram vorbei, macht beim Trainingsernährungssystem mit
und wir sehen uns nächsten Montag bei dem neuen Tutorial. Bis dahin.